herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, die Aufstellung von Modulen auf Flachdächern wie Garage oder einfach im Garten hört sich immer so einfach an, ist es aber gar nicht. Da gibt es so viele verschiedene Varianten, was man machen kann. Ich habe mir mal eine Variante jetzt aus dem Internet bestellt, die ich so noch nicht kannte, die aber bestechend einfach aussieht. Die teste ich für euch mal. Das heißt, ich zeige euch, wie das ganze Material geliefert wird, was ihr an Werkzeug braucht und wie das ganze Ding hinterher aussieht. Und ihr seht ja mal, wie das Ganze geliefert wurde. Das ist jetzt hier für, ich glaube, 8 oder 9 Module. Also ist relativ kompakt, lässt sich auch noch ganz gut tragen. Und was ich schon mal ganz prima finde, ist, dass hier auf der Verpackung gleich nochmal ein bisschen Informationen ist und vor allem auch ein QR-Code. Da könnt ihr nochmal eine wichtige Information runterladen, die ihr braucht. Empfohlen wird natürlich die Aufstellung mit 2 Personen. Und ganz wichtig natürlich auch nachher, dass das ganze Ding ballastiert wird. Übrigens, auch wenn es im Garten steht, sollte man das ballastieren, denn bei starkem Wind kann sowas auch mal umkippen und eventuell dann Kabel zerreißen. So, ich mache jetzt erstmal den Karton auf und wir schauen mal, was drinnen ist. In der Verpackung sind die einzelnen Ständerelemente und die sind aus Aluminium gefertigt, deswegen ist das Ganze auch relativ leicht. Da werden wir gleich mal gucken, wie die zusammengebaut werden. Immer 2 für ein Modul. Und hier habe ich noch zusätzlich für lange Module solche Verlängerungselemente gekauft. Die kennt man ja auch, die benutzt man auch bei Stockschrauben. Um dann hier durch das Loch kommt die Stockschraube und hier kann man dann die Hammerkopfschraube durchstecken für die Schiene. Also die werden hier verwendet, um am Ende hier wahrscheinlich hier unten angebracht, um dann entsprechend die Verlängerung für lange Module hier anzubringen. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir packen das jetzt mal weiter aus und versuchen mal ein Modul daran zu befestigen. Ich habe euch hier schon mal das gezeigt. Also wir haben jetzt hier ein 385er Halbzellenmodul. Ich glaube, das ist ungefähr 1,6 m × 1,78 m. Da kann man also diese Halterung jetzt verwenden ohne die Verlängerungsstücke. Die Halterungen selber werden einfach hier auf den Modulrahmen aufgesetzt. Ihr seht hier diese Löcher, die hier schon gebohrt sind. Da kommt nachher die entsprechende Schraube drauf, links und rechts. Und dann ist das auch schon erledigt. Ich habe das hier drüben schon gemacht. Also einfach entsprechend von unten die Schraube gegen, dann oben die Mutter drauf und entsprechend festziehen. Und hier drüben nochmal genau das gleiche. Und das mache ich jetzt auch schon da und dann sollte die Sache auch schon erledigt sein. Das Ganze, das ist jetzt auch schon fertig. Das Ganze hat ungefähr 2 Minuten gekostet, wenn überhaupt. Der Hund fühlt sich auch in der Sonne wohl. Und hier seht ihr jetzt unter das Modul die Aufständerung. So einfach geht die Geschichte. Ganz wichtig, wirklich immer, wenn ihr es dauerhaft verwendet, beschweren. Die Beschwerung hängt natürlich von eurer Windlastzone ab. Also ich sag mal, ich würde hier schon auf jede Seite mindestens 20 Kilo packen. Dann ist die Sache sicher. Spielsandsäcke könnten das sein. Betonplatten sind ja jetzt vom ökologischen her nicht so sinnvoll. Also ich mache das sehr häufig mit Sandsäcken. Denn Sand, das ist, da steckt keine weitere Verarbeitung drin. Ich denke, das ist ökologisch ganz gut zu vertreten. Ja, dann ist also ausreichend Platz, um den Wechselrichter hier unten anzubringen oder eben je nachdem, wo ihr den benutzen wollt. Tja, und das war's auch schon. Und diese Aufständerung finde ich wirklich super einfach. Das Ganze soll jetzt demnächst bei einem Kunden auf die Garage. Ich bin ganz begeistert. Ich denke, das funktioniert ganz gut. Ich glaube, die Webseite heißt solarmodulaufständerung.de, aber es gibt auch noch viele, viele andere Varianten. Aber die wollte ich euch jetzt hier an der Stelle mal gerne vorgestellt haben. Tja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit eurem selbstgemachten PV-Strom.